Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Oceans Horn 2 für dich, für iOS. Apple Arcade, oh warte mal, irgendwie dreht hier gerade mein Mikro ein bisschen durch, so kannst du mal hier stehen bleiben. Danke. Das ist auch nicht mehr so das Beste hier. Hält nicht mehr alles so, wie es halten soll. Genau, wir sind jetzt noch hier bei und versuchen ja hier irgendwie weiterzukommen. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Guardian of the Beacon. It's over. So, wir werden jetzt mal versuchen, diese andere Kugel reinzuholen, die ich nicht geschafft habe. Jetzt fragt euch, wieso hat er das nicht geschafft? Er hätte sie einfach nach oben schmeißen sollen, hat mir jemand geschrieben. Ja, natürlich, die einfachste Lösung, habe ich gar nicht dran gedacht. Ich wollte eine Eisscholle, ich habe das Unmöglichste probiert. Und so wird es nicht gemacht. Also, wir gehen nochmal zurück. Das hier links, ne? Was hier links? Das ist gar nicht mehr. Ich muss mal gucken, was hier links war. Moving statues! So. Ganz locker gekillt. So, wir gehen mal zurück. Die eine Kugel schmeißen wir jetzt mal hoch. Dann können wir die nämlich auch schon auf den Podest legen. Müssen wir nur wieder zurück zur Kugel. Ja, schon ein kleines Stückchen noch. Ja, total simpel eigentlich. Ne? Einfach die nach oben schmeißen. Ja, wie dumm von mir, dass ich nicht mal drauf gekommen bin. Okay, zwei von den blöden Fischen. Gucken wir da mal kurz. Ein Schuss benutzen können. Die beiden dann die auch noch? Scheiße. Aqua-Munition. So, das war mal. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Na komm. Ah. It's one of those weird fish again. So. Da drüben müssen wir auch mal kurz raus, mal zum Schalter hin. Kann ich da reinspringen? Weg und dann kommen. So. Wenn er jetzt mal unten flach liegt, dann können wir ihn, glaube ich, auch leichter killen. Wird wahrscheinlich so. So, dann sammeln wir mal die Kugel ein. Nein, auch sein Glück. Hallo, kannst du die aufheben? Ja, nicht, gell? Oh. Jen! Jen! Tetra-Eye. Wie kann er überhaupt hier verschwinden? Was ist der Quatsch? Naja, egal. So. Oh nein! Ist runtergefallen. Ja, dumm. Müssen wir besser werfen? Okay, muss ein bisschen. Ein bisschen besser werfen. Was ist das, was ich oben hab? Perfekt. Danke für den Tipp, Leute. Danke für den Tipp. So, jetzt ist die dritte Kugel, die werden wir auch noch kriegen. Konnte ich nicht die grüne Truhe jetzt aufmachen? Hatte ich den Schlüssel bekommen oder war ich verkehrt? Nee, die wollen unsere grünen Schatztruhe, okay. Gut, haben wir hier was bekommen? Dann hat er auch geschossen, stimmt. Ja, dann müssen wir jetzt wieder zurück, um die letzte, das letzte Ding zu holen.
Zack. Können wir hier treffen? Jen. Probier's mal. Natürlich nicht. Ja, ist auch ein bisschen penibel, der Gute, ne? Jen! Was hat immer diesen blöden Typen? So. Machen wir das noch? Ja. Ah! Guck da! Oh nein! Das gibt's nicht! Ich war unter der Plattform, glaube ich. Ah, oh, wie dumm. Naja, egal, wir haben die beiden Kugeln jetzt stehen, ne? Ja, genau. Können wir auch so zurückgehen. Das war wirklich dumm gerade von mir. Na gut, schwimmen wir nochmal rüber. Muss ja der Weg sein dahin noch. Na, den Weg haben wir ja eigentlich gar nicht. Tetraod liked to play hide and seek. Das haben wir schon geregelt hier. Mal gucken, ob wir noch. Ups. Das ist auch eine Kugel. Okay. Die andere Kugel wissen wir auch schon, wo die ist, aber wir müssen einfach gucken, ob wir die jetzt irgendwie bekommen. Das nervt mich so ein bisschen, die Gegner hier nerven mich ein bisschen. Moving statues! Moving statues! We made it. So, lass dich mal mitnehmen. Mich. Buchstein nehmen wir mit. Ja, noch einen Weg hier gibt's nicht. Wir sind also, gehen wir da hinten wieder längs. Guardian! Jen! Das Ding auf die Werbung. Jen! Jen! Oh, also ich treffe ihn. Dreht sich, aber ich weiß nicht, worum es sich dreht. Aber da ist die Truhe, da können wir nochmal hinlaufen. Okay, nehmen wir mal den. Da wollen wir rein, das war hier rum, ne? Und dann den ganzen Weg da, diesen übelst verlassenen Ding. Guardian! Chad! Jetzt killen. Dann bin ich gleich tot. Ja.
you. I like it. I like it too. Also das muss eine fast eine Etage höher sein dann. Jen. Oh Mann, Jen. Moving statues. We made it. Das war schon knapp hier, ne? Mit meinem Leben so. Das hat er dann schon aufgemacht, kann das sein? Das Schlüssel ist der grünen Schatztruhe. Perfekt. Gut. Dann können wir zurückgehen und die Truhe aufmachen. Vielleicht ist da auch der letzte Ball drin. Das glaube ich zwar nicht. Aber wir gehen trotzdem mal zurück zur Truhe und holen uns den Schatz. Um zu sehen, was es ist. Würde ich sagen. Ja, hier müssen wir die Kugel nachher holen, aber ich weiß noch nicht wie. Aber vielleicht finden wir in der grünen Schatztruhe irgendwas, was uns helfen kann. Wir laufen mal zurück. Labyrinthartig das Ganze hier. Gefunden. Das brauchen wir noch nicht. Ich habe noch ein Leben, ne? Und Energiebalken. Was schon cool ist. Oh, jetzt wird's eng. Where did those pots come from? Zurück zu der Scheiße da. What is that thing? Is it a fish? Wir sind gekommen. Wir müssen wieder zurück. Wir müssen diesen blöden Kram wieder zurück. Das geht nicht anders. Wieder da eigentlich? Jetzt damit werden wir fertig. Hey, aber wo kommen die immer her? Wie laufen die denn dahin? Ich glaube, ich bin irgendwo einen falschen Weg abgebogen. Wie hier schneller hinkommen. Kann sein? Ja, wahrscheinlich, ne? So, aber das mit den Rätseln gleich, das verstehe ich immer noch nicht. Wir müssen mal gucken, was da gemacht werden muss. Und das ist für mich noch ein offenes Buch, ein geschlossenes Buch. Mal gucken. Hier. Leitungsrohr für goldene Kugel. Wahrscheinlich hier, ne? Kommt das irgendwie durch, aber die Kugel ist ja da hinten. Wie kommen wir da hin? Blick ist nicht so ganz. Oh Mann. Blick ist nicht so ganz. Also, ich kann da rüberfahren und so, aber was muss ich genau machen, ist die Frage. So, fahren wir mit. Boop, boop, boop.
Schalter und da ist eine Kugel. Aber ich kann man hier einfach gehen, ne? Den Haken kann ich hier auch nicht großartig benutzen. Das sehe ich nicht, was ich den benutzen kann. Habe ich irgendwas anderes, was wir nutzen können, was uns Sinn macht hier? Auch nicht, ne? Was können wir machen? Na gut, wir könnten natürlich hier noch irgendwas hier durchjagen. Ach Quatsch, da kann ich einfach durchkrabbeln. Das ist ja mal etwas simpel. Okay. Nein! Oh, muss ich anheben? Okay. Scheiße! Ich gucke hier da, okay. Okay, wie kriegen wir die denn da hin? Okay, das geht auch nicht. Ey, wie bescheuert. Aber ja, was mit cool Leitungssystem, ne? Die können wir ja irgendwie anders wahrscheinlich rüberbringen. Los, wie? Fahr rüber. Nein! Okay, dann ist auch verkehrt. Komm mal her, das ist das Weihen, ne? Ich verstehe nicht ganz, wo der Laser mal längs geht. Hoffentlich haben wir ja Glück. Fahr. Oh, okay. Was für ein Kacklaser. Aber? Haben die Kugel. Sehr gut, wir haben sie. Ich glaube, irgendwie einen Umweg immer, aber egal. Wo ich die Kugel fallen lasse und sie irgendwo landet, wo sie nicht landen soll. Oder hier längs. Sehr gut. Das gefällt mir auch wieder. Soll ich gehen oder ist mir so gefallen? Okay, er ist gefallen. Ja. Warte mal, das fällt mir gar nicht. Wir können auch da hinten einfach runterspringen, oder? Und nur noch genauso weit können wir rein. Nur durch diesen ganzen Speicher, wegen dieser Schwachsinnsschmort durchlaufen. Jen! Nein! Das ist so dumm. Alter, was macht er da? Klettert er da hoch? Nee, komm, das ist doch jetzt Schwachsinn.
Ist die ganze Kugel wieder weg, oder was? Oh, nee. Muss ich echt die ganze Kugel wiederholen? Geht mir auf den Sack, oder? What is that? Is it a fish? Wäre ganz cool, wenn sie noch liegen würde, hinter die Kugel. Aber ich glaube, sie liegt hier nicht mehr, ne? So. Ach, da liegt sie gleich. Ach, Mann. Lass mich doch mal jetzt. Perfekt war es nicht, aber jedenfalls haben wir es geschafft. So, legen wir die Kackkugel mal dahin. So, was passiert jetzt? Okay, das ist aktiviert. Jetzt können wir da irgendwie hinkommen. Hier war ja was aufgemacht da oben, ne? Den ganzen Weg wieder zurücklaufen, können wir hier raushüpfen. Wie auch hier runterjumpen. Sepid. Look, the central core reaches higher now. It would be wise to check out your map. There might be some treasures we haven't found. Das stimmt. Gehen wir hier hoch. Da gehen wir rein, da gehen wir rein, da gehen wir rein. For Aurus and Gilfolk, the sacred emblems are tied to these structures. But the emblem of Sun has always been held in the White City. Gut. I wonder if we Arcadians have a beacon of our own. The beacon in Arn is very different from this one, but it is obvious that it was built by the same people who did this. Or by the same gods. Let's go and talk to Iron Talon before we proceed. Im Eisenklau jetzt reden. Ich finde das noch ein höher. Aha, warte. Okay, da können wir das Feuer nochmal anschießen. Ich würde sagen, das machen wir das beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Tschüss.